So, Fall ist wieder da. Ich habe mir da ein Tässchen Käffchen geholt. Ich habe ein bisschen gerade entdeckt, das ist auch noch gesperrt. Da kommt schon immer noch mehr. Was ist los? Da ist ein Häuschen noch gewesen, da ist auch noch ein Zaun, Absperrband davor gewesen. Okay. Von meine Bären, weil Bären und da ist eine Hütte. Cool. Bestimmt, das ist die Jägerhütte von früher. Damals boah, da ist das... Oh, kann man die Waffe mitnehmen? Nee, ach nee. Schade, aber eine Platte. Ja. Aber ein schön lackierter Fußboden ist das. Ich habe da Bären und... Guck mal hier, Bären. Guck mal hier, kann man hier schießen üben? Wo? Hier über dem Maulwurfsbild. Aber guck mal, hier liegt ein Gewehr, eine Tasche. Guck mal, hier ist sogar noch ein Feldstecher, also ein Fernglas. Dann muss er hier irgendwo. Jagen sein. Ja, kannst du drauf schießen. Aber wie dreht man das denn um? Momentan geht es doch eigentlich nur anheben. Wenn du nach oben, will doch immer schon. Ja, aber na, wenn das auf dem Kopf steht, liegt. Halte gedrückt R, Auto umdrehen. Warte mal, ich halte ja, das mal. Ja, wenn das mal auf den Kopf fliegt oder so. Okay. Gut, dann fahr weiter hin, aber nicht gegen das Haus. Also bei dir werde ich nie ins Auto einsteigen. Da fahr ich ja auch nicht mit dem Auto und Tastatur. Mensch, eine Stunde nehme ich schon auf. Auf die Fahrbahn. Ja, wir müssen hier unbedingt oben links vielleicht, guck mal beim Wasser, ob wir da mal, oder fahr mal hier unten, keine Ahnung. Ich dachte immer, das Häuschen, weil ich eben gesehen habe, wo ich hier hochgefahren bin, das war abgesperrt. Hier links? Nee. Und zum Glück haben wir Haare aus Stahl. Das ist ein Friseur, guck mal. Ey, ist ja geil. Warte mal, ich steig mal aus. Cool. Under construction. Und Klamotten. Ah, da kann man sich hier irgendwann mal andere Klamotten kaufen. Ey, das ist ja geil. Na, Barbier weiß ich, weil da kenne ich vom Film, da hieß auch in der Barbier. Ja, das ist klar. Das ist Friseur und Friseur und Klamottenladen. Na los, fahr weiter. Geht nicht. Ich muss ja einsteigen. Ach, wolltest du gerade losfahren, ohne einzusteigen, oder was? Ja, ich habe gerade F gedrückt. So, wo ist jetzt hier, wo sind jetzt hier die Wölfe und Bären? Meine Fresse, das ist ja ein Wegelchen, du. Oh, du Scheiße. Uha. Steh auf, Männchen. Oh, verstehe. Ah, hier. Unsere Farm. Sonneblume. Sonneblume. Kommt man da hoch? Nee. Kann man das abreißen hier? Nee, ja. Das gehört uns nicht. Oder noch nicht. Ja. Warte mal, sah der Stall nicht auf dem Bild so aus, wenn man hier so reinguckt? Ja. Das kommt vielleicht alles noch. Guck mal, hier ist das Fressen. Hier die Viecher. Hier liegt überall Stroh. Soll Stroh sein hier? Na, findest du mich? Wo bin ich? Hehehehe.
Ist das ein Quatsch? Wir stecken uns hier in eine Sonnenblume. Ist das ein Blödsinn? Okay, war das das hier? Ah, hier ist eine Mühle. Und ach, hier, und dieser Kornspeicher. Na gut, los weiter. Vorne ist noch ein Häuschen. Wo bist du? Ach da. Hier ist das Häuschen. Oh, das sieht aber auch. Oh, das ist leer. Kann man das einziehen? Kann man reingucken? Ist das nicht unsere Hütte? Nee. Das ist die, aber die hätten wir, glaube ich, auch bauen können. Okay. Na gut. Dann alle hopp, springen sie rein. Ja. Ja, jetzt müssen wir wirklich mal langsam jagen gehen. Wir müssen unbedingt die Bären finden. Fahren wir da, ja genau, fahren wir jetzt weiter hier und dann Kreuzung nach rechts. Jetzt kommt gleich die Kreuzung. Genau hier, jetzt nach rechts, diesen Sandweg lang, genau, weiter rum, ja. Weil hier hinten ist irgendwas Braunes, ich will mal gerne sehen, was das ist, da weiß ich nämlich noch gar nicht. Avocado ist was Braunes. Hat sich immer nicht gewaschen. Oder da hat einer hingekackt. Hey, hier waren wir eben, oder? Hier ist das, das ist was anderes. Aber hier ist nochmal ein Feld. Hier ist nochmal ein Bauernhof. Oh, mit dem Tracker. Hast du gesehen? Tracker? Wo? Können wir den fahren? Ich weiß nicht, du. Guck mal hier irgendwo. Mensch, wo ist denn hin? Ach, da. Jetzt, guck mal, hier ist sowas so ein Ding zum Butter machen. Butterstampfer. Hab ich hier irgendwo einen Trecker gesehen? Hä? Bin ich blind? Und da sind wir nicht im Kopf, oder? Hier steht er doch, guck hier. Okay, kann er mitfahren? Schade, können wir nicht. Wir hätten uns hier kloppen können. Naja, es ist ja immer noch. Guck mal, hinten ist auch noch ein Riesenscheune und alles. Aber die Bären machen hier, guck mal, hier steht Mais. Hm. Da steht ein bisschen komisch. Ist schon windig hier. Na gut, weiter. Gut, jetzt sind wir hier. Dann würde ich das Massage fahren mal nach links, da oben in das Gebiet, wo es ganz dunkel ist. Wahrscheinlich müssen wir dahin fahren. Vielleicht ist das gar nicht an der Straße. Halt, da ist das Wasser. Andersrum. Hier ist noch eine Hütte. Wo? Nee, Nee, du musst andersrum. Wenn ich da runterfahre. Oder fahr mal zum Strand runter. Vielleicht kommen wir da am Strand unten lang. Wenn ich hier weiterfahre, dann ist, glaube ich, Ende im Gelände. Nee, da kannst du rumfahren. Ende ist links rum. Rechts rum, wenn du jetzt hier lang fährst. Ich weiß gar nicht, ob du da ganz lang kommst, unten am Wasser. Nee, ne? Nee, da kommst du nicht lang. Okay, doch. Und wenn ich dann halt durchs Wasser fahre, hin. Guck mal, was da vorne ist. Halt an. Drei Bären. Ich kann nicht. Ach so, nachladen. Scheiße, die sind nicht geladen. Ja, hier sind vier Bären, sehe ich schon. Okay, das war der. Da hinten sind auch noch zwei und da hinten war auch noch einer. Da. Also vier Bären haben wir jetzt schon, das müsste euch ganz gut Blatt bringen. Okay, ich lade lieber mal nach nebenbei. Ich komm mal mit mir, weil der andere haut hier gerade ab. Was ist den hier? Den hier, der ist näher. Gut. Komm, Kumpel. Scheiße! Ich muss nachladen! Der andere war hier lang gelaufen. Da kommt der hinten. So. Das sind noch zwei Stück. Hast du nachgeladen? Ja. So, da hinten ist auch noch einer. So. Dann
sagen, reicht erstmal, wa? Warte mal, ich hol Auto ran. Am besten immer gleich neben dem Auto zerlegen, sonst. Ah, Hilfe, jetzt noch einer! Wo denn? Ja, der greift mich an, komm her! Ich komm! Sehr geil! Ja, ich konnte nicht so schnell nachladen. Okay, ich komm. Achso, Waffe wegpacken. Und dann wieder rausholen. Gudi. Pass jetzt auf, ich hol das Auto ran. Hast du nachgeladen? Ach du Scheiße, wir haben bloß noch 9 Schuss. Ich hab noch 10. Also 6. Hier ist noch einer, René. Oh, hier sind richtig viele Bären. Ja, dann schieß. Ja, das müssen wir uns. Ich glaube, die müssen. Nein. Also hier, die Stelle müssen wir uns merken, Alter. Hier sind richtig viele Bären. Also ich glaube, so viel hatten wir noch nie auf einmal, oder? Oder die kommen immer bloß nachts raus. Steht der da oder liegt der da? Liegt im See. Der hat erschossen. Gucken, wie wir jetzt laden können, wa? Am besten, wenn wir jetzt wegfahren sind und voll sind, dann müssen wir einen Wegpunkt setzen, dass wir es wieder hier finden. Warum muss ich auf die Karte gucken? Okay, warte. Ja. Ich komme hin. Ja, im See. Ah, nicht im See. Ah, hier ist der. Haben wir doch schon. Wo können wir das Fleisch nicht stapeln? Das ist ein Schuss. Nö, also nicht stapeln. Wieder sein Fleisch dahin, wo ich meins hinpacken wollte. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Scrollen, um zu drehen. Halte gedrückt, um zu platzieren. Drücke. Na, das ist ja jetzt ein Scheiß. Kannst du nicht platzieren. Du kannst doch nicht fallen lassen, dass einem dort auffällt. Kannst du nicht hier vorne noch? Hier ist doch die Laderampe ist noch offen. Ja, nun, warte mal, dann packe ich das Fleisch mal hier in der Nähe von den Bären hin. Ja, das dann. Dass wir das wiederfinden. Noch mehr hier? Nö. Ja, das Blöde ist so bloß, der Laden hat ja jetzt noch zu. Der macht doch gleich auf. Warte, das ist gerade mal 2:30. War das gerade 6? Mhm. Aber wir sind ja direkt am Ende des Ladens, wa? Dann ist jetzt hier mal ein Punkt hin, dass wir das wiederfinden. Hardware Store, ja, wir sind ganz am Ende. Dann würde ich sagen, komm, lass uns mal fix hinfahren, ich komme mit. Oder bleibe ich hier? Nee, fahr mit, ich habe einen Wegpunkt hingesetzt. Gut, dann schmeißen wir das da fix auf den Platz da. Weil überall liegen hier Bären. Ja. Dann schmeißen wir das da fix auf eine Verkaufsstelle und fahren wieder her. Blöd ist, dass du den jetzt. Kannst du einen Wegpunkt setzen, dass ich den auch sehe? Nee. Nee. Siehst du den Wegpunkt jetzt? Nö, ich sehe nur meinen. Du musst genau andersrum. Du hast genau verkehrt rum. Dann leite mich mal Richtung Shop. Jetzt kommst du gleich auf die Straße. Hier oben, pass auf. Hier ist die Straße, genau. Jetzt folgst du die Straße. Ja. Also diesen Feldweg. Und leite mich dann mal von auf, wenn wir beim Laden war, zur Tanke, weil tanken müssen wir auch dann mal. Ja, das war jetzt richtig Bambule, wa? Also so viel hatten wir noch nie auf einen Schlag. Weil wir haben ja auch nachts.
Hier nach links. Genau. Ich hoffe, die Bären bleiben da jetzt und ploppen nicht weg. Rechts, 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 rechts. Genau, und nicht gegen ihn. Davon ist dann, schon ein wenn du an der Kreuzung bist, nach links. Obwohl, wir können ja auch bei Best Burger verkaufen, ne? Mhm. Ja, dann ist es ja hier vorne links, 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 links halt. Hinter jedem Baum mit hier. Ja, wenn da jeder Bäume entsteht. Hier nach rechts jetzt, genau. So, wenn der nächsten Kreuzung links. Da ist nicht schon Burger. Nee, hier ist noch kein Burger. Oder? Ach doch! Hier? Genau. Hat der vielleicht auf? Aber glaube ich auch nicht, ne? Also 200, also fast 300 Meter sind wir jetzt von der Stelle entfernt. Komm mal rauf hier. Schmeiß ich das hier fix rauf. Stopp. Ich würde mal gucken, ob wir das denn verkaufen können. Pass auf. Können wir das hier nicht verkaufen und dann müssen wir alles wieder aufladen und zum Shop fahren. Na dann, Prost Mahlzeit. Ja. Nee, ich hoffe, wir kommen irgendwann in die Situation, wo wir das alles über Laptop machen können. Okay, wir werden mal ein bisschen am Rand packen, sonst können wir ja nicht mehr durchfahren. So, ja. Fühl mich noch zur Tanke? Wenn du an der Kreuzung da oben bist, links. Jetzt rechts, 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 rechts. An der Kreuzung, warte mal. Ja, der fährt jetzt rechts, genau. Jetzt fährst du immer geradeaus. Und wenn jetzt hier die Gabelung kommt, links. Nein, du sollst den Punkt wegnehmen, Typen. Nein, nimm doch mal den Punkt weg. Sag mal, Alter, bist du doof jetzt? Was ist denn? Ich tank doch für dich, Chef. So, $1, $1, $1, $1, $1. Wie viele Dollars haben wir überhaupt noch? 477. War schon voll. Hä? Schon voll. Achso. Ist voll. Ja, wenn du drinnen sitzen bleibst, wird der Tank nicht voll. Ich wollte gerade fragen, wie voll. Genau. Aber jetzt ist er voll. Ja. Gut, dann fahr wieder zu deinem Punkt. Ich wollte gerade sagen, fahr doch durch die Pampa. Oh, ein Reh! Nee. Lief gegen das Auto, das Ding. Oha, ne, manche Steine solltest du vielleicht nicht unbedingt fahren. Die hab ich vorher nicht gesehen. Der fährt einfach durch den tiefsten Wald hier, der Junge. Oha, wir kommen doch nie wieder weg. Steht denn hier mal so einen komischen Kackbaum hin? Dem Pferd, wo war, was war denn jetzt? Na, ich werde ja langsam hell. Dann müssen wir ja fast da sein. Genau, hier waren wir doch vorhin in diesem komischen Pfütze hier. Da liegt der nächste Bär. Ja, siehst du, genau der, den wir so als letztes gewählt haben. So, hier müssen wir ein bisschen sorgfältiger hier raufschmeißen. Leute, dann packe ich dir das hier hin und du sortierst. Naja, ob ich den unbedingt besser kann. Ach so.
Aber ich verstehe nicht, warum man das nicht mehr stacken kann. Das ging doch sonst. Ja, und dann aber nur groß, also klein auf groß. Hier zum Beispiel, da geht's. Ja? Ach so, okay. Das ging jetzt zum Beispiel. Muss ich scheinbar immer gucken, was groß ist da drunter und was klein ist oben drauf. Viel Platz verschenkt. Kriegen wir noch einen Bären drauf, Jörn, ne? Ja, gerade nur bis. Wir brauchen da oben noch ein kleines Stück. Wie viele Bären haben wir denn noch? Drei. Nee, komm im Auto hier. So. Wo ist es denn? Ach, da, wo das Licht brennt.